Nee, du lebst noch! Du lebst noch! Zum Glück nicht der Schlaude. Morgen, Jungs. Peace. Zweites Let's Play zur neuen Version 08. Spielen jetzt mal ohne Intro-Sequenz, die haben wir schon gesehen. Ja, das ist trotzdem kühl. Ich hätte es gerne nochmal gesehen, wie der gestorben ist. Aber jetzt nicht so drauf geachtet. Weißt du, wie krank sich das gerade angehört hat? Nee, wieso? Du hättest gerne nochmal gesehen. Hey, du hast gesagt, man hat es voll gesehen, wie der wieder umgebracht wurde von dem SCP. Nein, man hat gesehen, wie er zu ihm hinspringt. Ja, und das wollte ich nochmal sehen. Schau, wenn das jetzt sieht. Wie die unten sterben. Ich will sehen, wie die sterben. Probability wahrscheinlich. Bleib auf einer Seite. So verlaufen wir uns wieder. Wenn man geradeaus geht. Hab's gesagt. Ich würde jetzt an deiner Stelle immer links gehen. Das ist gezuckt. Ausfahrt. Zuckt. Da kannst du Kicker hören. Nee, scheiße. Oder hast du zu Anfang geholt? Level 1, da geht das damit? Ja, Level 1 kriegst du damit auch. Oder drin ist ja eine Level 2 gerade, logischerweise. Da haben wir auch erst von dort bekommen. Das ist ja nicht drin, ist da nicht drin, ne? Hoffe ich doch. Jetzt ist der Schatz. Jetzt ist er drin. Mach dir den Navigator Ultimate. Dann wissen wir, wenn er kommt. Ja, ich mach noch den. Immer links. Nee, jetzt immer geradeaus. Läuft hier wieder. So wie du gerade. Ja. Oh! Weil ich so gelaufen bin, wie du es wolltest. Am Anfang. Was war das? Das war SCP-173. Der ist einfach so gekommen, Junge. Der kommt scheinbar ziemlich plötzlich. Das war blöd. Kannst du ja gar nicht dich wehren. Oder es gibt jetzt tatsächlich so einen Unterschied zwischen Kita und Euclid-Schwierigkeitsgrad. Habe ich jetzt auf Kita gestellt? Wo sind nicht, glaube ich. Naja, ist ja egal. Aber eigentlich hieß es ja nur, dass man nicht speichern oder so kann. Du kannst aber trotzdem speichern. Ja, irgendwie ist es komisch. Soll das dann mal mit 2x3 Batterien nehmen? Ja. In 3, 2, 1. Das war knapp. Und du bist weg. Oh ja. Geh durch. Nochmal. Was ist das? Der hat aufgemacht. Was ist da drin?
Was waren das jetzt? Das waren drei hintereinander. Ja. Das ist für mich schon ein Bug. Das war too short. Einmal noch. Wir haben noch keinen Automaten gesehen, Mann. Geschweige denn ein zweites SCP. Aber was könnte es sein? War da nicht von dieser Kuhglocke die Rede? Stimmt, da war was. Aber was macht die? Ich versuche es jetzt herauszufinden. Wenn ich wieder. Da gibt es so einen Spruch dazu zu der Kuhglocke. Man darf sie auf jeden Fall nicht läuten. Wenn du sie läutest, kann irgendwas dich berühren oder so. Was ist das für ein Geräusch? Nein. Ach, die Tür war ein bisschen. Die Card. Insertiert. Beim Tür schließt, habe ich nicht mehr. Und du stirbst. Was war bei dem drin? Das Radio. Sogar in den Gängen muss man jetzt vorsichtig sein, ey. Echt euch nicht. Das ist irgendwie so diese permanente Gefahr. Da ist ja noch nichts Paranormales passiert. Bei mir ist jetzt den ganzen Raum geschakt und dann war auf einmal die. Habe ich in eine andere Richtung geschaut wahrscheinlich. Das wissen wir ja nicht, was da passiert ist. Ich hoffe, das kann man in Zeitlupe erkennen. Du könntest jetzt mal probieren, wenn du einen Level 3 Keycard bekommst, ob du daraus aus der Level 3 dann eine Omnicard machen kannst. Das versuche ich gleich. Was hast du nur mit einer Level 2 Keycard? Kann man nicht mehr direkt. Oder was heißt ja, nicht mehr ich dachte es mir auch, dass man, wenn man eine 3er hat, dann ist es ja wieder. Ist es ja keine 2er. Ein bisschen ungenau beschrieben in dem Changelog. Ah nein, wir wollen sie auch selber rausfinden. Der macht jetzt so ein Nachgeräusch irgendwie noch. Ja, das ist schon länger, glaube ich. Echt? Das Ding und dann macht so ein komisches. Das Ding ist neuer. Ah. Auch die Scanner gerade so ein Ding. Das haben wir auch erst das letzte Mal im Livestream das erste Mal gehört. Ne? Bitte. Shit! Ja. Fein. Alles anders. Und wenn du daraus jetzt eine Level 3 bekommst, dann möchte ich gerne. Aber ich krieg dann nur eine 2. Ja, wenn du sie nochmal rein tust. Das ist nicht billig. Weiß nicht. Ist die Halle schon immer so groß? So groß, ja, aber es sah davor gleich ein bisschen anders aus an der Decke. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre jetzt echt kacke. Yes. Also dann geben wir es. Level 4? Geben wir uns mit dem zufrieden, ja. Karte.
Ach, den Navigator. Ach, das und die Gasmaske und das Medikit. Upsa. What are you doing? Just for the fun. Dann nehmen wir Memory Access Validation Code. Was hat denn das bitte damit zu tun? Einiges. Programm hier ran. So. Zweimal Origami. Okay, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo wir sind. Da. Gut. Ist das hier eine komplette Sackgasse? Es rumpelt aber gewaltig. Ich guck erstmal auf den Navigator, wie es dann weitergeht. Ja, lauter Sackgassen, oder? Mhm. Schaut jetzt mal. Ne, warte, da. Ja, die nächste war es 272. Dieses Viech, ne, dieses zirpende Viech da. Das da war was immer. Könnte ein guter Raum sein. Ich dachte, ihr das gehört. Ah! Ah! Ich hab vor Schreck die Maus verzogen. Das war grad richtig komisch. Ah, das ist jetzt schon mehrfach passiert in der neuen Version, dass der einfach vor einem runterfällt. Aber der ist schnell gefallen. Ja. Wie so Stein. Das war echt merkwürdig. Puh, jetzt reicht's mir. Keine Lust mehr. Gut. Bis zum nächsten Mal. Baba's.